gut und günstig. Wie wir das hinbekommen, das erzähle ich Ihnen in unserer neuen Folge des Draco Videoblogs. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Draco Videoblogs. Ich bin Jenny, ich bin eine der Moderatorinnen in der professionellen Wundversorgung bei Draco. In unserer heutigen Folge wird es um das Thema Preisvergleiche gehen. Denn wir alle wissen ja, in der Versorgung von chronischen Wunden ist es besonders wichtig, auch die Kosten im Blick zu behalten, da wir uns alle an ein Richtgrößenvolumen halten müssen. Das ist eben besonders wichtig, damit wir nicht irgendwann als Praxis in die Situation eines Regresses gelangen. Produkte der modernen Wundversorgung sind ja durchaus recht teuer. Deswegen war es uns sehr wichtig, Ihnen gute Produkte zu liefern, mit denen Sie Ihre Patienten gut versorgen können, die aber gleichzeitig günstiger sind, damit es Ihr Praxisbudget schont. Wie wir das jetzt hinbekommen, dass unsere Preise günstiger sind als bei anderen Produkten, das möchte ich Ihnen heute erklären. Ein großer Faktor ist der, dass wir uns einen kostenintensiven Praxisaußendienst gespart haben. Vor allem auch, weil wir wissen, dass das ganz häufig in Ihren stressigen Alltag eigentlich gar nicht reinpasst, dass man gar kein Ohr für denjenigen hat, der da jetzt gerade bei uns an der Theke steht. Der zweite Punkt ist, dass wir ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Tradition sind. Wir sind kein weltweit agierender Großkonzern, der auch noch Aktionäre hat mit sehr großen Renditeerwartungen. Unsere Geschäftsführung achtet darauf, auch selbst bodenständig zu sein. Sie fahren zum Beispiel mit einem Fiat 500 oder mit einem Golf, fahren nicht Business Class und schlafen nicht in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels. Alles das trägt dazu bei, dass wir Ihnen gute Produkte anbieten können zu eben einem günstigen Preis. Das heißt, wir haben sowohl eine gute Wundversorgung für den Patienten gesichert, denn darum geht es ja, aber Sie haben trotzdem die Möglichkeit, Ihr Richtgrößenvolumen im Blick zu behalten und dieses eben nicht auszuschöpfen oder vielleicht sogar zu überziehen. Um Produkte preislich miteinander zu vergleichen, bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Sie zurückgreifen können. Zum einen finden Sie auf unserer Homepage unter Preisvergleich einen Rechner, der es Ihnen ermöglicht, ein schon genutztes Produkt aus Ihrer Praxis einzugeben oder ein vom Pflegedienst gewünschtes etwa. Und Sie bekommen ein vergleichbares Produkt aus unserem Sortiment zusammen mit Angaben zu den unterschiedlichen Preisen. Ein Beispiel habe ich Ihnen mal dazu mitgebracht, um zu sehen, wie das so aussehen kann. Das Beispiel heute wäre hier der Draco Foam Infekt Haft. Und hier sehen Sie, dass da durchaus ein preislicher Unterschied besteht. Und unser Ziel ist es, bei unseren Preisen etwa 20% günstiger zu sein als das teuerste Mitbewerbsprodukt. Eine weitere Option, die Sie auch auf unserer Homepage unter Downloads finden, ist unsere Substitutionsübersicht. Das ist ein PDF-Dokument, was man sich auch ausdrucken und dann zum Vergleich neben dem Schreibtisch deponieren kann, was man sich auch mit den Kollegen zusammen anschauen kann. Hier finden Sie alle unsere Produkte gegliedert in Kategorien im Vergleich zu den am häufigsten verwendeten Produkten, die man sonst in der Praxis so hat, und hat auch hier nochmal eine Übersicht zu Preisen, aber auch zu PZN-Nummern, die natürlich wichtig für den Bestellvorgang hinterher sind. Ich fasse das noch einmal zusammen. Preise im Alltag zu vergleichen ist sehr wichtig, zum einen für Sie als Praxis, aber natürlich auch für den Patienten, um ihm eine bezahlbare Wundversorgung zu ermöglichen. Das ist auch das Ziel für uns als Unternehmen, und um das gewährleisten zu können, haben wir verschiedene Mechanismen etabliert, um genau das sicherstellen zu können. Für Sie in der Praxis ist es wichtig, Preise zu vergleichen, und um das zu können, haben wir Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel unsere Substitutionsübersicht, aber auch unseren Preisvergleichsrechner. Sollten Sie Fragen, Ideen oder Anregungen für eine unserer nächsten Folgen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an videoblog@draco.de. Und wenn Sie keine unserer nächsten Folgen verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch hier unseren YouTube-Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen werden, wenn es um das sehr komplexe Thema diabetisches Fußsyndrom gehen wird. Vielen Dank und bis bald!